Leute, das ist Magnetspäne und ich will Magnetknete aus dem Schleim machen und ins Spiel kommt noch die Wunderkerze. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Ich habe hier Magnetspäne und ich wollte schon länger Magnetknete aus dem Schleim machen. Ach ja Leute, an alle, die meinen Akzent, Aussprache oder die Videos nicht mögen, ich zwinge euch nicht, meine Videos zu schauen. Lasst mich und meine Fans, die mir ganz wichtig sind, einfach unseren Spaß haben und verpisst euch woanders hin. So Leute, machen wir Magnetknete aus dem Schleim und mischen die Wunderkerze dazu. Ihr fragt warum? Weil ich das dann anzünden werde. Also schaut das Video bis zum Schluss. Lasst uns die Wunderkerze zerbröseln, die müssen wir jetzt ganz fein machen. Jetzt lasst uns die Wunderkerze mit Schleim vermischen. Leute, am Anfang von unserem Experiment hat es nicht funktioniert, weil das Zeug aus der Wunderkerze unseren Schleim flüssig und total klebrig gemacht hat. Wie ein Kaugummi, aber dafür ist es sehr magnetisch. Lasst uns mehr Schleim dazu tun. So Leute, schaut, was jetzt rausgekommen ist. Wir haben wunderschönen Schleim mit Magnetspäne und Wunderkerze drin. Lasst uns seine Magneteigenschaft testen. Naja, das war wohl zu wenig Magnetspäne und zu viel Schleim. Keine Sorge, ich hab hier noch was. Schaut, was rausgekommen ist. Der hat zwar seine Farbe verloren, dafür ist da jetzt richtig viel Magnetspäne drin. Man sieht den Unterschied. So Leute, ich bin mit unserem Experiment zufrieden und ihr wisst jetzt, dass Magnetknete selber machen kann. Wenn ihr das Video cool fandet, dann liked das doch, einfach auf Daumen hoch klicken. Wer es noch nicht hat, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis bald.